So, meine lieben Freunde, hätte ich meinen Roboter schon einen Tag eher gehabt, hätte man sicherlich eine gewisse Sequenz aufnehmen können, denn der Prashant wollte eine spezielle, ja, eine total spezielle Aufnahme haben, die ich aber an dem Tag noch nicht machen konnte, weil der Roboter noch nicht da war. Ja, der Roboter ist jetzt da und ich hoffe, dass ich diesen Roboter demnächst erstklassig einsetzen kann, damit ihr, wie gesagt, tolle Aufnahmen bekommen könnt. Denn About Me zum Beispiel oder diverse andere Foto- und Filmproduktionen, die ich ja nun mal anbiete, werden jetzt ab Mai 2019 nicht nur bewegter. Ja? Sie werden also nicht nur bewegter und man hat noch mehr Spaß. Nee, man kann halt noch ganz andere Sachen damit machen. Wie gesagt, mal schauen, wohin so ein Roboter fährt. Ja? Jetzt lasse ich den Roboter so ein bisschen an mir vorbeigleiten. Das sind dieselben Eingesetzten wie beim ZDF ARD im Green Room. Im Green Room, wie gesagt, werden demnächst Roboter eingesetzt, die da einige Sachen machen sollen. Aber diese Roboter werden demnächst auch überall eingesetzt, nicht nur da. Natürlich wird es einige Situationen geben, wo die Roboter dann gewisse Schienen brauchen und diese Schienen muss ich dann halt auch noch besorgen, damit die in den Schienen arbeiten. Die NAB 2019 war ja und daraufhin habe ich mir so einen Roboter gekauft oder beziehungsweise kommen lassen. Ich hätte ihn jetzt noch anders einstellen können, das kommt sicherlich noch. Aber das sind ja alles so kleine Versuchsclips, die ich jetzt hier anbiete, denn About Me Videos, wer ich bin Avia Movie. Ich bin derjenige, der Foto und Videos macht, bin derjenige, der mal überall war. Man erinnert sich vielleicht an mich, an meine Person nicht, weil die langen Haare nicht mehr da sind, dieser kleine Schnäuzer ist nicht mehr da. Aber mittlerweile wiegt er wieder so viel wie damals. Damals wog er 75 Kilo und damals ist es vor 40 Jahren. So, und jetzt mittlerweile wiegt er auch wieder 75 Kilo, der Herr. Ja? Aber der Rest, der fehlt. Sind ja 40 Jahre ins Land gezogen. Ne? Aber ich begrüße euch, wie gesagt, total und recht herzlich. Das bleibt. Und was ich noch alles anbieten werde, werden wir sehen. Ist okay.